Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Schlumpfiger Morgen. La 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 la. Diesen Kamm habe ich, seit ich ein kleiner Schlumpfling war. Er ist so alt wie ich. Es sieht so aus, als ob er seine Schuldigkeit getan hätte. La 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 la. Wenn ich es mir so richtig überlege, diese Tür ist auch so alt wie ich. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, sag Beauty, dass ich recht habe. Die Erde ist hunderte von Jahren alt. Bah, wenn sie so alt wäre, wäre das Gras grau, nicht grün. Um das mal richtig zu stellen, die Erde ist inzwischen schon Millionen von Jahren alt. Wirklich? Aber dann ist sie ja noch älter als du, Papa Schlumpf. Also, ich würde nicht, Ja, wie ist es, wenn man so ein alter Schlumpf ist, Papa Schlumpf? Es ist nichts Außergewöhnliches daran, alt zu sein. Ich bin genauso gesund und fröhlich wie ihr. Seht ihr? Oh, witzig, das hat mein Rücken doch vorher noch nie getan. Oh, da ist es schon wieder. Eines Tages werden auch wir womöglich so alt sein. Wir werden nie so alt wie Papa Schlumpf. Niemand ist so alt. Oh Mann, da habe ich aber ein paar schöne Steine gefunden. Wenn ich sie jetzt noch wasche, werden sie noch schöner aussehen. Ja. Och, das muss ich Schlaubi erzählen. Schlaubi! Schlaubi! Bin ich alt? Ich werde mir einen Tee machen. Das entspannt mich immer. Wir werden nie so alt wie Papa Schlumpf. Niemand ist so alt. Hallo, Papa Schlumpf. Hallo, Schlumpfine. Brauchst du vielleicht Hilfe, Papa Schlumpf? Nein, danke. Hab mich nie besser gefühlt. Noch nie besser gefühlt. Ein Schlumpf, ich muss einen Schlumpf haben. Jedes Lebewesen des Waldes hier. Wölfe, Bären, Kobolde, Elfen. Ich, Balthasar, habe sie alle gefangen. Jetzt fehlt mir nur noch die letzte Sorte Lebewesen, um meine Sammlung zu vervollständigen. Ein hässlicher, kleiner, kläglicher Schlumpf. Und darauf bist du scharf, nicht wahr, Dickerchen? Ja. Also, ich könnte dir einen Schlumpf besorgen, wenn du mich dafür freilässt. Du hast ein vorlautes Mundwerk, mein Elfchen. Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mir den weisesten aller Schlümpfe zuspielst, dann werde ich dir zum Dank deine Freiheit geben. Ich bin frei! Ich bin frei! Nicht so schnell. Der Rabe wird dich begleiten, damit du meine Befehle befolgst. Solltest du versuchen, uns zu hintergehen oder zu fliehen, bringt er dich zurück, damit du deiner Strafe nicht entgehst. Jetzt geh an die Arbeit. Nur so von Schlümpfen. Oh, dieser Schmerz. Oh, ich werde wohl nie wieder fliegen können. Oh, Papa Schlumpf. Ah. Es ist eine arme kleine Elfe. Eine arme kleine hilflose Elfe. Oh, ich fiel von diesem großen Baum und habe mir meine kleinen niedlichen Flügel verstaucht. Wenn es doch einen sicheren, warmen Ort gäbe, wo ich die Nacht verbringen könnte.
Den gibt es, meine Liebe. Du kannst dich in meinem Haus ausruhen. Ich werde bei Torti bleiben. Oh, Papi, du bist ja so groß und so stark. Ach, wirklich? Ja, ja. Wie kann ich dir nur jemals meine Dankbarkeit beweisen? Ja, also, ich, lass uns gehen. Oh, es ist so aufregend. Wir haben einen neuen Freund. Juhu, Papa Schlumpf, wo bist du? Oh, Blumenbell, ich bin so froh, dass du dich besser fühlst. Hier, eine kleine Blume für einen neuen Freund. Toll. Danke, Kleine. Hast du Lust, mit mir zu frühstücken? Oh, sicher, wirklich nett von dir. Weißt du, Kind, du bist so liebenswürdig. Oh. Hau ab! Sch, verschwinde, du dummer alter Rabe! Bist du in Ordnung? Ja, er hat mir nur so einen Schrecken eingejagt. Also, vielen Dank für die Blume. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Wiedersehen. Kein Frühstück? Keine Zeit. Ich muss mich jetzt um eine sehr wichtige Sache kümmern. La, 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 la. Oh, Papi, was für starke Muskeln du hast. Oh, findest du sie wirklich so stark? Ach, du bist der stärkste Mann, den ich kenne. Also, ich glaube, sie sind nicht schlecht, oder? Ich habe nur versucht, die guten Seiten einer ehrlichen Arbeit herauszustellen. Und ich sehe, dass hier im Moment sehr mittelmäßig gearbeitet wird. Entschuldige mich, Blumenbell. Oh, oh, das wird vielleicht schwieriger, als ich dachte. Ah, es hat keinen Sinn, mich selbst zu betrügen. Ich werde einfach nicht jünger. Schlumpf. Hilfe! Da ist jemand in Gefahr. Es hört sich an wie Blumenbell. Oh, oh, oh. Wow, Papa Schlumpf, du hast dir das Leben gerettet. Mein großer Held. Ja! Ja! Ich habe eine ganze Liste von schwierigen Sachen, die ich Papa Schlumpf fragen möchte. Ich auch. Ach, ich erinnere mich nicht mehr, was es war. Und ich brauche einen Rat, wie ich meiner neuen Waschmaschine die Kinken austreiben kann. Die Ernte hat die Braunfäule. Die Brücke müssen wir reparieren. Papa Schlumpf, wir brauchen dich. Ich komme. Ja, meine kleinen Schlümpfe. Was ist mit deinem Bart passiert? Wieso? Ist damit irgendwas nicht in Ordnung? Nein, nein, Papa Schlumpf. Aber natürlich nicht! Er sieht wirklich niedlich aus. Ja! Toll! Ja! Papa Schlumpf, wir haben einige Probleme, die deiner Aufmerksamkeit bedürfen. Später, meine kleinen Schlümpfe, ich habe eine Verabredung. Du bist so jung, wie du dich fühlst. Wenn du nur daran denkst, du siehst so jung aus, wie du dich fühlst. Keiner dich mit dem Alter kränkt. Ich glaube, Blumenbell macht einen Narren aus Papa Schlumpf. Finde ich auch. Oh, ihr solltet euch eurer Schlumpfigkeit schämen. Blumenbell ist wirklich sehr nett. Ha, wir werden sehen. Ich wünschte, Papa Schlumpf würde mir beim Reparieren der Maschine helfen. Ah, was für ein schlumpfiger Tag, so friedlich und... Papa Schlumpf, komm her! Papa Schlumpf! Später, Handy, später! Oh, später, Handy, später! Später ist es zu spät! Weiter so, Schlümpfe! Und... ziehen! 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 Du bist so jung, wie du dich fühlst, wenn du nur daran denkst. Du siehst so jung aus, wie du dich fühlst. Keiner dich mit dem Alter kränkt. Oh, hey, Papa Schlumpf, wir brauchen hier einen kleinen Rat. Wenn der Himmel blau ist und ich bin bei dir, höre ich den Ruf der Natur.
Wenn du dich jung fühlst und du bist bei ihr, läuft noch lange nicht ab die Uhr. Das Treffen des Beschwerdekomitees wird jetzt zur Ausführung schlumpfen. Erste Beschwerde? Ich will nicht beschweren! Papa Schlumpf hat überhaupt keine Zeit mehr für uns. Und was haben wir dagegen unternommen? Nichts! Ja, das ganze Dorf zerfällt langsam. Und was macht Papa Schlumpf? Gar nichts! Überhaupt nichts! Und was hat Papa Schlumpf zu dem Ganzen gesagt? Gar nichts! Er verbringt seine ganze Zeit mit Blumenbell. Ich hasse Blumenbell. Nie wieder Blumenbell. Komm, Schlumpf, jetzt endlich auf! Ich finde, ihr seid unfair zu der armen Blumenbell. Sie ist nicht hier und kann sich nicht einmal verteidigen. Tut mir leid, Schlumpfine, aber es muss etwas geschehen. Wir müssen Papa Schlumpf klar machen, was für einen schlechten Einfluss Blumenbell auf ihn hat. Ja! Ich beeile mich besser. Da-da-dam, 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 dam-dam. Klopf, klopf. Oh, Blumenbell. Für meinen süßen Papi was Süßes. Oh, vielen Dank. Schmeckt wie Tortis Rezept. Nur noch besser, viel, viel besser. Oh, Papi, es muss schwer gewesen sein, all die Jahre so allein als Junggeselle. Oh, es war gar nicht so furchtbar schlimm. Ja, hättest du nicht auch gern einen schön gedeckten Tisch? Also, Torti versorgt mich eigentlich immer sehr gut. Aber hättest du nicht gern jemanden, der dir in deinem Labor hilft, ein bisschen Staub zu wischen? Der deine Schultern massiert nach einem harten Arbeitstag? Also, das wäre schon einen Gedanken wert. Jemand, der dir immer schlumpfige Liebe gibt und zärtlich für dich sorgt? Also, das wäre sehr nett. Oh, Papi, du hast mich eben so glücklich gemacht. Ja? Papa Schlumpf, wir müssen mit dir sprechen. Über all die Probleme, die Blumenbälle verursachen. Probleme? Warum? Sie verursacht nicht im geringsten Probleme. Ganz ehrlich, wir haben uns gerade entschieden. Das heißt, wir haben... Na, rede weiter, Papi. Spuck's aus. Also, Blumenbell und ich wollen gern heiraten. Heiraten? Geschafft! Geschafft! Den weisesten aller Schlümpfe werde ich heiraten. Alles läuft, wie ich es geplant habe. Geplant? Sobald ich ihn an Balthasar ausgeliefert habe, bin ich frei. Ach du meine Güte, Balthasar! Das werden wir ja noch sehen, ha? Tja, das wird sich noch herausstellen. Ah, genau die Schlümpfe, die ich sehen wollte. Papa Schlumpf, du machst einen Riesenfehler. Einen Riesenfehler? Was? Blumenbell will dich austricksen. Dich zu heiraten ist nur ein Teil ihres Plans. Wir haben gehört, wie sie es gesagt hat. Das ist doch lächerlich. Die einzigen Pläne, die Blumenbell hat, sind unsere Heiratspläne. Und wir brauchen eure Hilfe, damit es ein Erfolg wird. Aber Papa Schlumpf! Kann ich auf euch zählen, Schlümpfe, oder nicht? Auf mich kannst du zählen, Papa Schlumpf. Also, na gut. Wenn es unbedingt dein Wunsch ist, Papa Schlumpf, na ja. Ja, ich find's nicht richtig. Gut, dann lasst mich zurück an meine Arbeit gehen. Okay, Schlümpfe, jetzt liegt es nur an uns. Wenn Papa Schlumpf diese Hochzeitspläne nicht beendet, werden wir es tun. Ja, das werden wir. Papi, das musst du dir unbedingt ansehen. Ich habe alles arrangiert. Ach, und die Schlümpfe waren so hilfsbereit. Das glaubst du gar nicht. Gut, gut. Zu jeder Hochzeit gehört als erstes Musik. Fangt an, Jungs. Denkt dran, je schlechter ihr spielt, umso besser. Nein, Papa Schlumpf, aber das kann noch Wochen, Monate, Jahre dauern, bis wir das ganz richtig spielen können. Jawohl. Wieso? Für mich hörte sich das schlumpfig an. Vielleicht sollten wir die Hochzeit verschieben, Papa Schlumpf, bis wir die Musik richtig spielen können. Verschieben? Das ist doch lächerlich. Komm mit, Papi. Du wirst staunen. Dein Hochzeitsrock ist totschick. Sag mal, Zwirni, das ist das Beste, was du anzubieten hast? Tut mir leid, Blumenbell. Aber so auf die Schnelle kann auch ich keine Wunder vollbringen. Ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate, aber dann sitzt er perfekt. Vielleicht sollten wir die Hochzeit verschieben. Ach, vergiss es, Papi. Ich
werde dir selber was nähen. Und Handy habe ich damit beauftragt, dein Haus umzugestalten, damit es schön heimelig wird. Du kannst dich glücklich schätzen, Papa Schlumpf. Von jetzt an wird dein Haus Weiblichkeit ausstrahlen. Aber so heimelig nun auch wieder nicht. Ach, ist auch egal. Mach dir keine Sorgen, Papi. Warte nur, bis du unser romantisches Hochzeitsporträt siehst. Es ist gerade noch fertig geworden. Mein künstlerisches Meisterwerk. Ich nenne es und sie lebt in Schlumpfig und zufrieden. Das ist... Oh, Mann. Oh, ein kleines Missgeschick. Komm! Lieber Balthasar, in Eile schreibe ich dir diese Zeilen. Diese Zeilen. Leider läuft hier alles schief. Ich muss mich beeilen, bevor Papa Schlumpf seine Meinung ändert. Rabe, bring das zu Balthasar und beeil dich! Ich werde dir Papa Schlumpf morgen an der großen Eiche ausliefern, wo die Trauung stattfinden soll. Unterzeichnet Blumenberg. Ausgezeichnet. Wir werden ihnen ein Hochzeitsgeschenk überreichen, das sie nie vergessen werden. Hübscheste Braut, die ich je gesehen habe. Hier ist mein Hochzeitsgeschenk. Ich habe sie selber gezüchtet. Oh, danke, Schlumpfine. Ich wünschte nur, ich würde sie verdienen. Oh, das habe ich nur so gesagt. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe keine Zeit mehr. Komm schon, Papi. Jetzt wird das Ja-Wort gegeben. Aber Totti hat die Hochzeitstorte noch nicht fertig. Oh, ich bin aber so glücklich, dass ich nicht mehr warten kann. Aber ich bin irgendwie schrecklich durstig und die Schlümpfe werden traurig sein, wenn sie nicht mit dabei sein dürfen. Sie können ja nachkommen. Auf diese Weise sind wir endlich mal ein paar Minuten alleine, nicht? Ach ja, da wären wir. Das ist ja komisch. Wie kommt Tortis Hochzeitstorte hierher? Oh, das... Das ist ein Geheimnis. Jetzt nicht mehr! Lauf, Blumenbell! Ich will nicht Sie, Papa Schlumpf, sondern dich! Schnapp ihn dir! Er ist weg, verschwunden. Das ist sehr schade für dich, Blumenbell. Rabe, pack sie! Blumenbell! Lass sie sofort los! Papa Schlumpf! Lass die Elfe fallen! Es ist der Schlumpf, den ich haben will! Gute Arbeit, Rabe! Endlich haben wir, was wir wollten! Und du, Blumenbell, bist frei wie versprochen. Frei wie versprochen? Meine Blumenbell hat mich betrogen. Nimm es nicht so schwer, Papa Schlumpf. Wir haben ja noch uns beide. Oh, was für ein feiner kleiner Mann. Er hat seine Freiheit geopfert, um mich zu retten. Hey, wo ist Papa Schlumpf? Ja, wo ist er hingegangen? Also, er ist gerade... er ist gefangen genommen worden. Gefangen genommen? Und es ist alles meine Schuld. Er wurde von Balthasar gefangen. Ich war auch seine Gefangene, aber er hat mich freigelassen, weil ich ihm dafür Papa Schlumpf ausgeliefert habe. Naja. Blumenbell, aber wie konntest du das denn nur tun? Wir wussten, dass dein Interesse nur geheuchelt war. Geheuchelt? Aber das stimmt ja gar nicht. Es tut mir so leid, aber ich hatte so furchtbare Angst vor Balthasar. Jetzt nimm dich aber mal zusammen. Das Wichtigste ist jetzt, Papa Schlumpf zu retten. Und dafür brauchen wir deine Hilfe. Jetzt habe ich endlich je ein Exemplar der Lebewesen des Waldes. Ein Experiment kann beginnen. Balthasar, diese Tiere sind hungrig. Ich glaube, sie wurden schon seit Tagen nicht mehr gefüttert. Das ist richtig, weil ich so ihren Willen breche. Und deinen auch. Wenn du jetzt richtig hungrig bist, wirst du genau das tun, was ich will. Dann werdet ihr mir bedingungslos gehorchen. Und wenn ich euch wieder in den Wald entlasse, werdet ihr meine Befehle ausführen.
Blumenbell, was willst du hier? Ich bin gekommen, um dich vor Papa Schlumpf zu warnen. Er besitzt nämlich eine Kraft, über die du nicht verfügst. Das ist absurd. Was für eine Kraft? Die Kraft der Freundschaft. Guck mal. Schlümpfe, vorwärts! Fang sie, Rabe! Lass sie nicht entkommen! Oh, Paps, es tut mir so schrecklich leid, dass ich... Später. Wir müssen zuerst diese Tiere befreien. Genießt eure Freiheit, ihr verdammten Biester! Sie wird nicht lange dauern! Lass mich los! Lass mich los! Hör auf! Ich bin's, hör auf! Ich bin's, du verblendetes Vieh! Nein! Lieber Papa Schlumpf, du hast mir das Leben gerettet. Du und deine Schlümpfe, ihr habt mir gezeigt, was das ist, Freundschaft. Wenn du vergessen kannst, was ich dir angetan habe, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen könnten. Auf Wiedersehen, Blumenbell. Armer Papa Schlumpf. Ach, ist das alles traurig. Oh ja, ich fürchte, er fühlt sich älter als je zuvor. Ganz und gar nicht. Ich habe mich entschlossen, nur so alt zu sein, wie ich mich fühle. Und der beste Weg, jung zu bleiben, ist, das zu würdigen, was man hat und sich daran zu erfreuen. Du hast ja so recht, Papa Schlumpf. Also, wo wir nun schon so eine schöne große Torte haben, sollten wir sie auch genießen. Ja! Du bist so jung, wie du dich fühlst, wenn du nur daran denkst. Du siehst so jung aus, wie du dich fühlst, keiner dich mit dem Alter kennt. Far, very far from here, some 2,000 miles away, that's where they live and work and play.